Ja, herzlich willkommen hier im Künstlerhaus Buschulte bzw. im Atelier oder ehemaligen Atelier von Wilhelm Buschulte, einem ja, relativ bekannten Glasmalkünstler oder Glasmaler für die Nachkriegszeit hier in Deutschland, wobei er auch international tätig war. Und wir befinden uns hier in seinem quasi Wirkungsort. Man muss aber dazu sagen, dass Wilhelm Buschulte nicht nur hier alleine in diesem Haus gewirkt hat, sondern auch seine Frau Maria Buschulte war auch ausgebildete Künstlerin. Sie haben sich beide zusammen in München im Studium kennengelernt. Und Wilhelm Buschulte ist ein gebürtiger Unneraner, Maria Buschulte allerdings nicht, und ist dann nach dem Studium mit ihm hierher gezogen und haben sich dann hier in den 60er Jahren dieses Haus gebaut und haben hier bis zu ihrem Lebensende gelebt. Wir feiern dieses Jahr den 100. Geburtstag von Maria und Wilhelm Buschulte, haben es schon anlässlich einer Ausstellung im Museum Haus Operdicke diesen Geburtstag groß gefeiert mit einer großen Ausstellung, aber jetzt seit dem zweiten Halbjahr in diesem Jahr hier auch nochmal in dem Atelier mit einigen Werken von Wilhelm Buschulte, die man bei mir hier jetzt auch hier im Hintergrund zum Beispiel sieht. Das sind die Kartons für Glasmalereien, die in Berlin in der apostolischen Nunziatur beispielsweise eingesetzt wurden, also auch realisiert wurden. Und wir sehen hier vor allem auch nochmal ein paar Werke, ein paar Zeichnungen, Malereien von Maria Buschulte, um auch nochmal ihr Werk zu zelebrieren und auch zu würdigen, weil sie eigentlich auch in dem Sinne Wilhelm Buschulte sehr ebenbürtig war im Zeichnen und Malen. Man kann sagen, in einem künstlerischen Nachlass, der ungefähr aus 16.000 Werken besteht, sind fast die Hälfte auch von ihr, die allerdings eben zu ihren Lebzeiten weniger bekannt waren. Wiederum waren aber ihre Mal- und Zeichensitzungen, die immer freitags nachmittags bzw. auch in den Abendbereich hineinragten, sehr bekannt gewesen hier im Unna-Kreis, weswegen auch unheimliche viele Unna-Persönlichkeiten oder auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger der Stadt hier porträtiert wurden, hier im Atelier eher weniger, aber nebenan im Wohnzimmer. Und Wilhelm Buschulte gesellte sich auch gelegentlich gern mal wohl dazu, hat also auch mit porträtiert, aber natürlich vorzugsweise war sein Steckenpferd eben die Glasmalerei und die Glaskunst, wo man ihn eben fast über 400 Fensterzyklen in verschiedensten Kirchen antreffen kann und dadurch immer noch ihn eigentlich im Gedächtnis behält durch seine Kunst, die in so einer Öffentlichkeit steht. Und das bekannteste Beispiel wahrscheinlich für uns hier in Unna ist eben die Katharinenkirche mit seiner ersten großen Auftragsarbeit, wodurch er den ersten Einstieg erhielt und mit dem Material Glas auch mehr zu tun hatte. Ja, wir sind hier im Nordturm der Katharinenkirche, etwas unterhalb der Zwerchgalerie, die man von außen gut sehen kann. Und in diesem Raum hatte Wilhelm Buschulte sein erstes Atelier, das hatte ihm der damalige Dechant Wilhelm Stratmann zur Verfügung gestellt. Wilhelm Stratmann hatte ihn ohnehin sehr gefördert. Er hat ihm den Auftrag gegeben, die Kirchenfenster zu machen, die wir heute ja noch bewundern. Das Thema dieser Kirchenfenster im Langschiff sind die geistigen und leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Jeweils 7 Fenster auf der Nord- oder auf der Südseite. Wir wollen uns 2 der 14 Fenster näher anschauen, zum Beispiel dieses Fenster. Das Fenster zeigt das Werk der Barmherzigkeit Fremde beherbergen. Und die Fenster sind immer so aufgebaut, dass ein Heiliger vorgestellt wird, der sich bei diesem Werk besonders hervorgetan hat. Das Fenster Fremde beherbergen zeigt Bernhard von Aosta, ein Heiliger des 11. Jahrhunderts. Er war ein Mönch und hat am St. Bernhard, der übrigens nach ihm benannt ist, ein Hospiz für Wanderer geschaffen, die sich im Eis verirrt haben. Eigentlich wollten die Eltern, dass er Priester würde, er ist aber Mönch geworden und hat unter anderem die Rasse der Bernardiner gezüchtet, mit denen er die Leute retten wollte, die sich im Eis verirrt hatten. Seiner Familie kam es dann eigentlich zugute, dass er nicht geheiratet hat, denn das Fenster zeigt, wie er seine eigene Mutter aufgenommen hat, die sich selbst auch im Eis verirrt hatte. Das Fenster zeigt außerdem Eiskristalle und Bergspitzen.
Dieses Fenster auf der Südseite zeigt eines der geistigen Werke der Barmherzigkeit, nämlich Betrübte trösten. Und wir sehen den heiligen Philipp Neri, ein Heiliger des 16. Jahrhunderts, der in Rom lebte und sehr bekannt für seinen Humor war. Das Fenster zeigt ihn mit einem kleinen Jungen, der Weintrauben in den Händen hält, die er offenbar verkaufen wollte. Er wurde sie aber nicht los und Philipp Neri sagt, ich helfe dir, wenn du 10% des Erlöses für die Armen gibst. Die beiden haben dann laut gesungen und sind ihre Weintrauben losgeworden. Zufällig soll aber dann der Domkapellmeister von der Kirche Santa Maria Maggiore vorbeigekommen sein und der Knabe sang so schön, dass er ihn gleich für seinen Chor engagiert hat. Man sagt, es sei der große Musiker Palestrina gewesen. Also mein Vater ist an die Glasmalerei gekommen mit dem Schwerpunkt der Arbeit für Kirchen. Wie er sagt, dadurch, dass er im Prinzip sowohl aus seinem Elternhaus über seinen Vater Emil, der so Bergmann war und mehrfach dann im Prinzip also dem Tode nahestand, in dem er verschüttet war, halt immer mit dem Thema Tod konfrontiert war. Und sein Vater Emil, der hatte gesagt zu seinen beiden Söhnen, Hugo und Wilhelm, dass er auf keinen Fall möchte, dass die auch in diesen Beruf gingen, weil er diesen Beruf als menschenunwürdig und grausam empfunden hat und natürlich auch sehr gefährlich. Und er sagte, dass er lieber seine Söhne totschlagen würde, als dass diese Berufswahl da möglich wäre. Das andere, dass mein Vater dem Tod mehrfach dann nahe gekommen ist, indem er auf dem Russlandfeldzug war. Er hatte eigentlich nur einen entzündeten Zeh und das führte zu einer ganz lebensbedrohlichen Herzinnenhautentzündung. Da sprach ihn ein Wehrmachtsfürsorgeoffizier an, er sollte doch unbedingt ein Kunststudium machen. Er hatte nämlich also da Zeichnungen von meinem Vater gesehen und hatte ihm dann den Vorschlag gemacht, an die Akademie nach München zu gehen, was Vater dann auch tat. Aber diese Konfrontation mit dem Tod war die Ursache dafür, dass Vater sich dann mit dem Thema Religion und Bibel da beschäftigte. Und auch seine Mutter und seine Großmutter, die waren sehr religiös und brachten ihm auch diese Thematik dann also näher. Also neben diesen Todeserlebnissen war das Zweite, was also Vater zur Glasmalerei brachte, überhaupt zur Malerei, seine Nähe zur Natur. Er hatte durch das Elternhaus, die mussten aufgrund der etwas einfachen Lebensverhältnisse eine kleine Landwirtschaft betreiben und sich selbst versorgen. Die hatten also sowohl aller Art von Gemüse und so weiter, dann auch Schweine und Hühner und mussten sich halt selbst versorgen. Dadurch war also eine Nähe zur Natur gegeben und Vater sah es als den Sinn auch seiner Malerei an, dass er eigentlich die Schönheit der Natur darstellen wollte. Und das war immer so auch im weiteren Leben seine Motivation. Er sammelte im Atelier also ganz viele Steine und orientierte sich auch an deren Formen zum Teil und baute dann auch später so experimentell in seine Glasfenster zum Teil, also Steinscheiben, Achatscheiben ein und experimentierte halt damit. Also das Jona-Fenster greift ja die Thematik, den Namen des Jona-Hauses auf und das war für Wilhelm Buschulte eigentlich immer eine sehr wichtige Thematik, weil dort halt gezeigt wird, wie Jona, der ja von diesem Walfisch, der also ganz andeutungshaft dort nur erscheint, dann verschluckt wird und dann aber nach einer Zeit dann auch wieder freigegeben wird, kommt dort eigentlich so sinnbildlich das Thema der Auferstehung zur Geltung. Und Vater hat also diese Thematik immer wieder aufgegriffen, auch in Verbindung halt mit der Darstellung des himmlischen Jerusalems, was also dann
die Hoffnung im Prinzip also ausdrückt auf eine Gemeinschaft mit Gott, die also wiederherzustellen wäre. Dort wird also auch dieses Thema der Auferstehung, was auch in diesem Fenster im Prinzip also hier ebenfalls thematisiert ist, dann aufgegriffen. Er hat bis zum Lebensende im Prinzip da an den Aufträgen, an seinen Arbeiten gesessen und hatte, ich denke, ein erfülltes Leben.